Willkommen zurück zu Bus Driver. Wir haben auch die Stufe 4 abgeschlossen. In der normalen Version wäre das jetzt die letzte, aber wir sind in der vorletzten Stufe. Und es geht los mit dem Reisebus und Business Traveler Hotel. Eine Gruppe VIPs muss vom Airport ins Hotel gebracht werden. Och, da werde ich auch mitfahren, ne? Ein Business Traveler Hotel befindet sich am Rande der Old Town, das andere weiter in der City. Oh, ist ganz gut. Nicht vergessen, Elvis zu umrunden. Ey, wirklich. Wir haben einen großen Reisebus. Wie breit muss der denn sein, damit wir den umrunden können, ne? Weil wir müssen ja einen ganzen Kreis um ihn herumfahren. Ja. Danke, Elvis. Aber... ich hab dich jetzt nicht gedisst, ne, aber so ein Bus, wie will man in dem sich umrunden? Steht eine Statue von ihm oder so, die ganz breit ist. Ein guter Busfahrer hält sich an die Verkehrsregeln, natürlich. Und es geht natürlich ja wieder in diesen berühmten Kreis los. Ja, da kommt mal rein, VIPs, ne? Ja, aber hier nicht die ganzen Fernsehleute, ne? Sondern hier die ganzen YouTuber, ne? Ja, ihr seid alle berühmt, ne? 10 Millionen Abos. Ah ne, hier. 45 Millionen, ne? Ah ne, hast du schon 100 Millionen. Das wusste ich aber gar nicht. So viele hat doch keiner, oder? Oh, 1 Million. Das wusste ich nicht. Vorsicht, so, diese Strecke ist uns ja bekannt, aber diesmal scheint es anders zu sein, denn, also zumindest beim ersten fahren wir nicht hoch, ne? Und wir sind ja beim ersten schon mal hochgefahren und hinten sind wir auch schon mal links hoch. Okay, wir fahren doch nochmal hinten links hoch, bis wir uns bei... das ist mir... auch schon mal passiert, gell? Also ich habe da so ein Déjà-vu, ne? Ist das nicht schon mal irgendwo passiert, nur war das nicht beim letzten Mal noch eine gelbe Ampel? Tja, ihr VIPs, es tut mir leid. Ich meine, ihr habt ja genug Geld, ne? Und wenn ihr euch die Fahrt kauft, da kann ja auch schon mal ein Fehler passieren, ne? Es kann ja nicht alles in Ordnung sein in eurem Leben, ne? Hauptsache ihr habt genug Geld, ne? Wenn da mal was passiert, dann müsst ihr euch nicht gleich aufregen. Ja, und außerdem haben wir noch genug Zeit, ne? Knapp 4 Minuten noch. Hier erstmal Werbung vom Spiel, ne? Also, Play Games. Ja, wir tun gerade ein Spiel spielen. Dann ist hier nochmal ein Werbeplakat umgefallen. Von der Explosion, oder? Ja, wir spielen Spiele. Und auch ich spiele Spiele, aber... es ist wohl eine Werbung dafür, dass wir Spiele von SCS Software spielen sollen. Also unser liebes Euro Truck Simulator 2, das könnten wir dann ruhig auch mal spielen, meinten die, ne? Oder so andere Spiele. Setze ich da so einen Wert drauf? Ja, Nintendo ist natürlich... ah, jetzt freuen sie sich wieder. Ne, ich fahre erstmal über die rote Ampel und ramm was ganz doll und dann sind sie nicht ganz so glücklich. Dann blinke ich einmal und dann sind sie wieder froh, ne? Ich habe alles richtig gemacht, danke. Wäre lieber mit dem Bus davon gefahren. Dachtet ihr euch jetzt. Aber nein, ihr musstet mit mir fahren. Mit mir müsst ihr vorlieb nehmen, ne? Ich meine, der fährt ja viel ordentlicher, aber guck mal, was wir jetzt machen. Der kann ja ruhig mal warten. Jetzt macht er mal einen Fehler, ne? Eigentlich kein Fehler. Aber jetzt dauert es bei ihm halt ein bisschen länger. Gut, wo müssen wir denn hin? Denn die Distanz ist ja jetzt doch schon wieder ein bisschen mehr. Aber das werden wir an den Pfeilen ja sehen, ne? Wir müssen bestimmt jetzt hier irgendwie so ganz nach hinten. Weil wir entfernen uns immer mehr vom Ziel. Wir mussten aber nirgendwo rein, oder? Nein, wir sind richtig. Diesmal geht's hier lang. Oh, ich hoffe, dass diese Strecke nicht noch beschissener ist als die da unten. Eine perfekte Meile. Gibt wieder gute Punkte. Seht ihr, ich bin doch ein guter Fahrer, ne? Das eine war nur so ein Ausrutscher. Ich meine, es ist viel zu glatt. Hier auf einmal ist hier ja kein Schnee mehr. Da bin ich besser. Auch wenn ich Schnee mag. Also ich persönlich, meine ich. Jetzt nicht ich als Busfahrer hier gesprochen.
Ich meine, die ganzen Bäume, die sehen ja so realistisch aus, ne? Ich meine, die sehen ja fast alles eigentlich ganz gut aus, aber die Bäume, die sind am realistischsten, ne? Ja, eigentlich wurde nur auf realistisch. Eigentlich sehen ja nur die Busse, die Autos, die Straße, die Ampeln, die Schilder und die Haltestellen realistisch aus, ne? Ich meine, die Häuser und Bäume und so. Ich meine, die Schilder, dass man das lesen kann, dass man die Ampeln gut sieht, die Farben, dass man den Bus und die Autos auch gut findet und dass die Haltestelle auch gut zu sehen ist. Dass diese Kurve hier hart ist, ne? Gut, jetzt geht die Distanz erstmal deutlich nach unten. Aber diesmal wird es eine längere Fahrt sein. Und vor allem, wir haben nur noch 1 Minute 5 Sekunden. Und wir sind ja eben einfach nur wo dagegen gefahren, ne? Das könnte man ja gar nicht schaffen bei der Distanz, wenn man jetzt hier noch weiter entfernt. Da hätten die aber auch mal ein bisschen großzügiger sein können, ne? Ich meine, wer würde das denn schaffen? Da in der Zeit zu schaffen, an die Haltestelle zu kommen. Ich meine, das wäre doch realistisch gar nicht möglich. Tja. Ich meine, wir haben immer noch. Also, jetzt haben wir gleich 50, also 0,50, also 50 Entfernung. Ja, und wir haben noch 25 Sekunden. Halt! Na gut, jetzt war ich hier schon zu schnell. Ja, aber nicht doch noch gleich noch eine Vollbremsung dazu. Seid auch wieder glücklich. Komm, ich blink auch nochmal für euch. Vielleicht werdet ihr da glücklich. Ja. Ich krieg aber keine Punkte. So. Jetzt aber. Seht ihr, jetzt freuen sie sich wieder. Einfach nur blinken, das reicht. Jetzt kriege ich noch wieder Punkte. So, wir haben jetzt gleich 30 Sekunden Verspätung und sind ja immer noch nicht da. Jetzt sind wir da. Das ist mit der Zeit. Also. Naja, theoretischerweise könnte man es schaffen. Man sollte aber 50 Meilen fahren, ne? Und nicht irgendwo dagegen kramen. So, jetzt mal Hotel Business Traveler. Und die ersten können schon mal raus, ne? Freut euch. Aber die andere Meute ist ja immer noch da. Wir haben jetzt nur 1 Minute 13, klar. Mit der Zeit hätten wir eigentlich so 1 Minute 15. Sag ich mal. Also, wo ich jetzt hier stand. Extra Zeit dann auch nochmal. Also, die Zeit, wo ich noch stande und die Leute schon saßen und alle schon fertig waren, sind 1 Minute 15. Die Zeit, in der er stand und die Leute rausgingen, circa 1 Minute 25 und die Zeit mit der Verspätung, circa 2 Minuten hätte ich da eigentlich nur für die Distanz. Und stopp. Ah, seht ihr, geht doch. Man kann auch in der Entfernung anhalten, ne? Ohne Vollbremsung und rote Ampel. Aber nein. Oh, da sieht man schon mal. Oh, was? Aber nur Vollbremsung, keine rote Ampel, keine rote Ampel. Ganz knapp gelöst. Und hup nicht, es ist rot. Ja, aber wir kriegen keinen grünen Bonus, wenn wir doch schon wieder gelb. Wenn wir doch kein Abzug für rote Ampel bekommen haben, da sind wir auch noch gar nicht rübergefahren. Wieso kriegen wir dann auch keinen grünen Bonus, grüne Welle? Ja, das sieht man schon mal, diese Fahrt wird gut, ne? Stufe 5 fängt gut an, ne? Da kommt noch was an Fahrten. Oh ja. Ah, wieder ein Kollege hier, ne? Schon der zweite. Aha.
extra hier die Busspur. Ja, gleich sind wir da. Freut ihr euch schon? Ja, natürlich, dann kommen wir raus hier. Ja, aber vergesst nicht. Ich weiß nicht, wer euch abholt, ne? Wenn ihr wieder zurück wart. Vielleicht habt ihr ja auch Pech und ich bin da und muss euch abholen, ne? Dann werdet ihr euch überlegen, ob ihr nochmal so eine Reise machen wollt, gell? Oh, was soll denn das jetzt? Zwei Ampeln, wenn die andere rot wird wieder, wenn ich vorne bin. Da wollen sie mir aber noch auf die Zeit drücken. Nein, doch nicht. Doch nicht. Oh gut, ich dachte schon. Und das zweite Hotel sieht doch eigentlich schon mal besser aus, oder? Jetzt sagen wir aber nochmal einen Umweg fahren, also nicht Umweg, aber jetzt sagen wir nochmal einen ganzen Bogen rumfahren, damit wir ankommen. Also, und jetzt könnt auch ihr raus. Ach, da steht ja schon einer. Wer hat denn mit ihnen gefahren? Naja, ich will jetzt nicht sagen. Oh, oh, oh. Warte, warte. Okay, ich will jetzt das Spiel nicht kritisieren. Was? 1717. Ich will das Spiel jetzt nicht kritisieren, indem ich sage, was fahren manchmal zu viele Busse rum, zu viele gleiche, also die genau gleich aussehen wie mein Bus oder so, aber ich bin ja jetzt ganz schön weit gefahren, da ist es ja schon mal verständlich. Mario Flux, die Mario, nein, go, go. Da ist es ja schon mal verständlich, wenn ich hier so weit fahre, dass ich auch mal einen Bus sehe, der gleich aussieht. Auch ins 30, ne? Weiter geht's mit der nächsten Fahrt und einem neuen Bus, eigentlich nur eine andere Farbe. Und zwar Linie 19, eine tolle Stadt. Es gibt Fahrer, die die 8-Minuten-Route von Linie 19 lieben. Längeres, unterbrochenes Fahren und nur 5 Haltestellen. Bushaltestellen bei der City Hall sowie anderen offiziellen Städten machen diese Route auch für Touristen interessant, die einen Blick auf die Gebäude werfen möchten. Wenn wir schon mal sehen, dass es 8 Minuten sind, werden wir auch wirklich 8 Minuten brauchen. Weil, dann könnte ich diese vielleicht ja noch in diesen Park packen, ne? Aber wir fahren erstmal, da werden wir es ja sehen. Mit diesem Bus, also der rote, der sieht auf jeden Fall besser aus, muss ich sagen. Ne? Die zweite Tour von dem hier, die ist aber viel knackiger. Oh, das wird eine Tour, ey. Da freue ich mich auch schon drauf. Obelisk Square, City Hall, Groove Park, Arcway und Thunderstep. Ja, man sieht es schon wegen dem 5 Haltestellen. Ich meine, längeres, ununterbrochenes Fahren. Ich meine, was freut die denn daran? Weil ich meine, was ist denn daran so schlimm an Haltestellen? Weil die Leute, die müssten ja doch auch irgendwann einsteigen, ne, wenn die auf den Bus warten. Wenn das hier nur 5 sind. Ich meine, das, ja, ich will nur sagen, wenn die 5 Haltestellen sind, ist das ein bisschen unrealistisch, ne? Ja, nicht unrealistisch, dass es mal von weiter weg ist. Aber wenn man so einen Bus hat, der in der Innenstadt fährt, da kann man doch nicht nur auf 5 Haltestellen hoffen, ne? Ich meine, manchmal ist ja in jeder Ecke eine. Oh komm, es ist noch grün, lass mal das. Wäre ich jetzt noch schneller gefahren, also gleich schneller gefahren, hätte ich es noch bei grün geschafft, aber ich wollte halt nichts riskieren. Ich wollte eigentlich erst warten, aber wenn ich es dann noch schaffe. Ich wollte hier nur noch außen, ne, damit ich hier keinen Wagen ramme und jetzt muss ich eigentlich da lang. Aber ich hab's ja noch hingekriegt. Vielleicht schaffe ich es ja sogar noch mal ohne Minuspunkte. Aber ob das so gut ist, finden wir es raus, ne?